Ich möchte jetzt zeigen, wie man die Größe und die Position von Grafiken hier bei einer Seite verändern kann. Wenn ich mir hier in meinem Text eine Grafik suche, hier zum Beispiel eine Abbildung von Kant, rechte Maustaste auf die Grafik und dann wähle ich mir hier den Eintrag Bild und habe dann hier die Möglichkeit, die Größe zum Beispiel zu verändern. Wesentlich ist es hier immer wieder, das Hackerl bei Seitenverhältnis beibehalten zu setzen. Und wenn ich das jetzt hier verändere, dann auf OK klicke, habe ich sie größer dargestellt, nämlich proportional, das heißt Breite und Höhe passen zusammen. Wenn ich das wegnehmen würde und hier zum Beispiel nur die Breite verändern würde, sieht man, wie dann plötzlich Kant hier einen dicken Buckel bekommt und nur in der Breite verändert wurde. Wenn ich jetzt wieder reingehe, kann ich hier das Seitenverhältnis beibehalten setzen, gehe auf die Originalgröße, klicke wieder auf OK und es hat hier OpenOffice sich zum Glück die Originalgröße gemerkt. Ja, und dann möchte ich noch zeigen, wie ich die Position verändern kann. Ich kann jetzt hier sagen zum Beispiel, ich möchte hier die Grafik an der Seite ausgerichtet sehen. Das heißt, immer bleibt es auf der Seite, auch wenn der Text dann weiter wandert. Ich könnte das als Zeichen zum Beispiel setzen. Ich bleibe jetzt mal hier an der Seite und kann hier auf Umlauf zum Beispiel gehen und dann wird dann hier eingestellt, wie sich der Text im Verhältnis dann zu der Grafik verändert. Das heißt, ob der Text immer weiter wandert, wie hier dynamisch, ob er zum Beispiel sogar unter der Grafik durchläuft und so weiter und so fort. Ja, ich stelle mir den Umlauf auf dynamisch ein, Verankerung an der Seite, habe das jetzt hier links oben und kann das jetzt dann an die Stelle schieben, an der ich es möchte, zum Beispiel hier oder hierher oder hierher. Man kann es bei gedrückter linker Maustaste natürlich auch verschieben. Und natürlich kann ich hier auch dann die Größe verändern. Ich muss ja aufpassen, dass die, auch sehr rückgängig, dass eine Veränderung auf die Art und Weise eben nicht proportional ist. Und da würde ich es immer wieder empfehlen, die Größe, wie gesagt, immer hier über Seitenverhältnis beibehalten, dann in diesem Menü herinnen dann einzustellen.